ich werde mal berühmt. Ja. Fotografie, ich werde mal viel Geld verdienen. Sage ich heute am 8.1. in der Uniform, wo ich noch kein Soldat bin. Wenn ihr, meine Kinder, dieses Video sehen werdet, habe ich es hoffentlich geschafft. Hoffentlich. Bring mir die Daumen. Ja, jedes Mal, wenn ich diese Sequenz sehe, kriege ich immer noch eine Gänsehaut und das war wirklich nur eine kleine Sequenz. Es gibt noch so viele Screenshots, Forenbeiträge, wo ich meine Ziele öffentlich bekannt gegeben habe und Jahre später habe ich sie erreicht. Und der Grund, warum ich diese Ziele erreicht habe, liegt nicht darin, dass ich besonders intelligent bin oder dass ich einfach nur, keine Ahnung, Talent habe und ein geiler Typ bin. Damit hat das nichts zu tun. Das hat eher damit was zu tun, dass ich mich an bestimmte Grundsätze gehalten habe. Und ich will jetzt mal in diesem Video meine 10 Strategien dir mit auf den Weg geben, die mit dir teilen, wo ich sagen würde, das waren die 10 Punkte, die ich selbst befolgt habe, um meine Ziele stets zu erreichen. Also bleib dran und viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, jetzt gibt es 10 Tipps, wie du deine Ziele schneller und einfacher erreichst. Alle 10 Tipps lebe ich selbst, nutze sie und praktiziere sie schon seit vielen, vielen Jahren. Lass uns direkt einsteigen mit dem ersten Tipp. Habe ein Ziel. Das klingt etwas komisch, aber viele haben tatsächlich kein Ziel, sondern nur Wünsche und Träume. Ein Ziel ist meiner Meinung nach spezifisch, messbar und terminiert. Es gibt die SMART-Methode, die kann man auch gerne abkürzen in SMT. Das bedeutet, egal was du vorhast, du benennst die Sache, also mit was willst du zum Beispiel durchstarten, also was ist dein konkretes Ziel. Dann bringst du ein paar Zahlen rein, messbar, also wie viele Kilo willst du abnehmen, wie viel Geld willst du verdienen, wie viele Menschen willst du helfen oder was auch immer. Und dann noch terminiert, also bis wann, ein konkretes Datum. In der Zwischenzeit bin ich eher so der Mensch, der sich gerne Prozessziele setzt, also keine Endziele, sondern der Weg ist das Ziel. Aber gerade am Anfang, um in die Gänge zu kommen, empfehle ich dir immer, ein finales Ziel zu haben, bis zu einem gewissen Zeitraum und das möglichst mit Faktoren, die du halt auch bemessen kannst und tracken kannst, um zu sehen, ob du auf der Spur bist. Aber wenn du kein Ziel hast, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du am Ende irgendwo landest, wo du vielleicht gar nicht sein willst. Tipp Nummer 2 ist die Visualisierung. Ich empfehle dir tatsächlich, deine Ziele jeden Tag extrem gut vorzustellen. Schließ die Augen. Wie fühlt es sich an, wenn du das Ziel erreicht hast? Wie lebt es sich? Und wenn du dir das richtig gut vorstellst, dann empfindest du auch ein Gefühl der Zufriedenheit. Dann bist du glücklich. Ich habe mir das immer wieder vorgestellt. Wenn es ein, wie gesagt, körperliches Ziel ist, das ich abnehmen will, wie sieht es aus, wenn ich ins Schwimmbad gehe, wie fühle es sich an, wenn es ein wirtschaftliches Ziel war, habe ich mir einen Kontostand vorgestellt, wie der aussieht. Ich habe sogar meinen Kontostand schon gefaked mit Photoshop, um es mir vorzustellen. Leute, das bringt wirklich was. Ihr versorgt euer Unterbewusstsein mit wertvollen Informationen, damit tagsüber die Entscheidungen, die oft unterbewusst getroffen werden, dass die auch richtig sind. Daher empfehle ich dir, deine Ziele ständig zu visualisieren. Tipp Nummer 3, erstelle einen Plan. Strukturiere deinen Tag, die Woche. Wann machst du was? Wann arbeitest du an deinen Zielen? Vielleicht kannst du die Ziele dann auch ein bisschen runterbrechen, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahresziel hast, dass du in etwa weißt, naja, wie weit solltest du denn eigentlich pro Monat kommen? Und dann, wie gesagt, erstell einen Plan, wann du was für dieses Ziel machst. Auch das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich einfach haben will, dass deine Struktur da ist. Ziele erreicht man nicht durch Intuition oder durch Herumprobieren oder mal in den Tag hineinleben oder wie auch immer. Also, mach dir einen konkreten Plan und organisiere dich für dein Ziel. Tipp Nummer 4 lautet messen und optimieren. Also wenn du die ersten Tipps eingehalten hast, dann wirst du vielleicht feststellen, hoppla, nach 3 Monaten, ich bin noch gar nicht auf Kurs. Das heißt, ich muss korrigieren und anpassen. Aber vielleicht stellst du auch fest,
wow, ich bin verdammt gut auf Kurs, auch dann kannst du vielleicht anpassen, ein paar Gänge zurückfahren, dir vielleicht auch mal eine Auszeit gönnen, auch einfach mal genießen und wie auch immer. Und schau auch immer, dass du misst und auswertest. Es gibt nichts Geileres, als zu analysieren, um dann festzustellen, bin ich noch auf Track. Das ist wie wenn du jetzt mit dem Navigationssystem von München nach Hamburg fährst, dann solltest du zwischenzeitlich vielleicht auch mal kurz anhalten und schauen, ja, bin ich noch auf Kurs, komme ich pünktlich an, wie lange habe ich gebraucht, was sagt er mir noch oder bin ich irgendwo anders rausgekommen, weil ich nicht aufgepasst habe, weil es ist wirklich so, manchmal achtet man nicht mehr auf sein Navigationssystem und plötzlich merkst du, ey, die letzten paar Tage, also da habe ich jetzt nichts gemacht, was auf das Ziel einzahlt, bring dich mal wieder zurück in die Spur. Fünfter Tipp, Zwischenziele und Erfolge feiern. Ganz wichtiger Punkt, ich habe schon gesagt, setze dir Zwischenziele, denn je mehr Ziele du erreichst, umso selbstbewusster wirst du natürlich. Wenn du dir jetzt sagst, naja, ich möchte 30 Kilo abnehmen in den nächsten paar Jahren, dann musst du sehr, sehr lange warten, bis du die ersten Erfolge hast. Wenn du jetzt aber sagst, du willst jeden Monat 0,8 Kilo abnehmen oder 1 Kilo abnehmen pro Monat, dann kannst du das feiern. Oder du willst pro Monat so und so viel Euro verdienen. Und wenn du das dann erreicht hast, dann kannst du das wirklich feiern. Und dann wächst auch dein Selbstbewusstsein. Du glaubst eher dran und so weiter. Also schau, wenn du dir Ziele setzt, dass sie nicht so weit in der Zukunft liegen, sondern lieber Zwischenziele. Und wenn du ein Zwischenziel erreichst, dann klopf dir einfach mal auf die Schulter und sag, gut gemacht. Oder teils mit deinen Freunden, mit den Menschen, die dir dann gratulieren. Das darf sich gut anfühlen, das ist wichtig. Das gibt dir die Energie, weiterzumachen. Sechster Tipp, und das ist eigentlich einer meiner besten Tipps, wenn nicht überhaupt der beste Tipp bei dem ganzen Video. Die meisten fragen sich ja, wenn sie ein Ziel erreichen wollen, was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen? Die beste Frage, die du dir immer stellen kannst, ist, wer hilft mir dabei, das Ziel zu erreichen? Freunde, ich habe das schon immer gemacht. Egal, was ich erreichen wollte, ich habe mich immer gefragt, wer könnte mir helfen, dieses Ziel zu erreichen? Ich will auch bei Gedankentanken auf die Bühne, wer könnte mir helfen? Ich will Photoshop World Referent Las Vegas sein, wer könnte mir dabei helfen? Na, Katrin Eismann, die war da schon ganz oft, also frage ich sie. Katrin Eismann sagt zu mir, komm vorbei, präsentiere für mich und wenn es gut ist, empfehle ich dich. Ich fliege nach Amerika, präsentiere und es klappt. Leute, es hat schon ganz oft geklappt. Ihr müsst nicht alles immer alleine machen. Fragt eine Person, die euch vielleicht irgendwie dabei helfen kann. Fragt die nach einer Kooperation. Fragt die, was kann ich für dich tun, damit du mir hilfst, dahin zu kommen. Vielleicht musst du die Person bezahlen. Vielleicht musst du für sie gratis arbeiten, irgendwie was machen. Aber du sparst oft Monate und Jahre. Also nochmal, mein Tipp lautet, frage dich, wer hilft dir dabei, dein Ziel zu erreichen? Tipp Nummer 7, Weiterbildung und Lernen. Das ist ganz wichtig, weil du vielleicht merken wirst, dass du manchmal nicht weiterkommst. Dir fehlen Informationen, dir fehlen Kenntnisse, dir fehlen Erfahrungen oder was auch immer. Und die kannst du dir heute ja problemlos aneignen. Wenn du also weißt, oh, um dein Umsatzziel zu erreichen, musst du besser verkaufen lernen, dann beschäftige dich mit Verkaufen. Vielleicht musst du auch lernen, bessere Texte zu schreiben für deine Website. Auch das kannst du lernen. Du kannst dich damit befassen, wie man Überschriften schreibt und so weiter. Also es gibt nichts, was du heute nicht dir aneignen kannst. Alles findet man im Internet, auf YouTube, Google und so weiter. Also kristallisiere heraus, gerade so mit den Tipps davor, messen, auswerten, optimieren. Wo sind noch die Baustellen? Was musst du dir vielleicht noch aneignen? Was musst du trainieren, um deinem Ziel näher zu kommen? Und dann mach das. Tipp Nummer 8, Mentoren und Coaches. Das ist der schnellste Weg, auch wenn es vielleicht etwas Geld kostet, aber das kann der absolute Booster sein. Vor allen Dingen, wenn du das erste Geld, wenn es vielleicht ein wirtschaftliches Ziel ist, schon verdient hast, dann gönn dir vielleicht auch mal einen Coach, denn der verkürzt deine Zeit. Ich wollte immer abnehmen, habe es nie geschafft, habe dann Andreas Drienbacher gefunden, der mir geholfen hat. Und so war es auch in vielen anderen Bereichen. Ich wollte da und dahin auf die Bühne, hat nicht geklappt. Ich habe jemanden gefunden, der mir geholfen hat. Und dann geht es auch nicht nur darum, einen Partner zu finden, sondern vielleicht sogar einen Coach, der langfristig mit dir zusammenarbeitet. Oder einen Mentor, der den Weg schon gegangen ist, an den du dich ranhängen kannst, den du nacheifern kannst, den du nachmachen kannst vielleicht sogar mit seiner Erlaubnis. Also such dir ständig Coaches, Mentoren,
weil die sorgen dafür, dass du deine Zeit extrem verkürzen kannst. Und wie gesagt, vielleicht kostet es noch mehr deiner Zeit oder Geld. Das ist aber meistens sehr, sehr gut investiert. Tipp Nummer 9. Ruhe dich aus, aber gib nicht auf. Es wird immer wieder mal ein Loch kommen. Es geht vielleicht mal hoch, dann geht es wieder runter. Du wirst verzweifelt sein. Du wirst dir nicht vorstellen können, dass es vielleicht noch klappt, weil irgendwie ein Rückschlag kommt und so weiter. Freunde, dann ruht euch mal kurz aus. Macht doch mal ein Wochenende Pause. Lad doch mal wieder die Akkus auf. Aber nicht aufgeben. Okay, das ist sehr wichtig. Ich habe früher immer ein Dunking machen wollen. Ich bin 1,79 Meter groß im Basketball. Dunking, hochspringen, Ball reinballern. Da brauchst du sehr viel Sprungkraft. Weiße Jungs bringen es nicht, hat man damals immer gesagt. Ich kannte niemanden in meinem Umfeld mit meiner Größe, der das konnte. Ich habe so lange trainiert, bis abends stundenlang probiert. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe mich ausgeruht. 1-2 Tage und auf einmal hat es geklappt. Aber erst nachdem ich mich ausgeruht habe. Ich habe nicht aufgegeben. Für mich war das an dem Abend, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Es fühlte sich an wie aufgeben. Aber eigentlich habe ich nur eine Pause gemacht. Ich bin nach Hause gegangen, war traurig, war frustriert. Es hat heute wieder nicht geklappt. Und dann habe ich mich einfach mal 2 Tage ausgeruht. Nicht bewusst ausgeruht. Für mich war das damals wie aufgeben. Und dann habe ich aber gesagt, ich probiere es nochmal. Ich hatte eine neue Energie und auf einmal hat es geklappt. Also, ruh dich nicht auf. Entschuldigung, gib nicht auf. Ruh dich aus und gehst dann immer wieder erneut an. Mach ab und zu mal eine Pause. Okay? Dranbleiben, nicht aufgeben. Tipp Nummer 10, Ziele anpassen, Ziele abwandeln und jetzt gut zuhören, weil dieser Tipp widerspricht vielleicht dem Tipp davor. Es kann durchaus sein, dass du vielleicht mal ein Ziel nicht erreichen wirst und dann wirst du das Ziel vielleicht anpassen müssen, musst es runter reduzieren oder setzt dir ein anderes Ziel. Ist es dann aufgeben? Ich weiß es nicht, ob es aufgeben ist. Für mich ist es kein Aufgeben, wenn du alles dafür getan hast, wenn du lange dafür gekämpft hast. Aber warum an etwas festhalten, wenn es dann irgendwie nicht klappt? Vielleicht soll es dann auch nicht sein. Und dann würde ich dir empfehlen, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du gekämpft hast, wenn du alle Mittel probiert hast und es klappt trotzdem nicht, dann passt deine Ziele an, schraub sie vielleicht ein bisschen runter. Nimm dir das Nächste vor, was anderes vor. Das ist dann auch nicht schlimm. Viele haben Angst, sich Ziele zu setzen, weil wenn sie die dann nicht erreichen, sind sie vielleicht frustriert. Freunde, wenn ihr dafür gekämpft habt, wenn ihr euch einen Arsch aufgerissen habt, ist es keine Schande, ein Ziel nicht zu erreichen. Das macht nichts. Okay, es bringt nichts, ewig an etwas festzuhalten. Und wenn du diese Tipps, die ich dir gerade mit auf den Weg gegeben habe, wenn du die alle einhältst, dann wirst du auch erkennen, wann du irgendwann mal abbrichst. Gerade das Thema Coach und Mentor wird dir dabei helfen, der dir dann vielleicht sagt, pass mal auf, dein Ziel, das passt noch nicht ganz, pass mal da ein bisschen an. Okay, also probier es nicht alleine, gerade der Tipp mit dem Mentor und Coach hilft dir bei dem 10. Tipp, wenn es darum geht, Ziele anzupassen oder vielleicht auch mal zu sagen, okay, dann soll es damit nicht sein, ich gehe es anders an. Alright? Freunde, das waren meine 10 Tipps. Lass dich so ein bisschen inspirieren. Nur weil du die 10 Tipps gehört hast, heißt es nicht, dass du alles gleich einfach erreichen wirst. Es ist ein Probieren, es ist ein Experimentieren. Aber versuch dich an die Tipps zu halten. Ich habe die wirklich bewusst ausgewählt. Wenn ich die Jahre zurückblicke, das ist erschreckend, wie viele meiner Ziele ich erreicht habe. Und das sind die Punkte, nach denen bin ich immer vorgegangen. Highlight absolut Tipp Nummer 6. Und Tipp Nummer 8 würde ich sagen, also das Thema, wer hilft dir dabei? Das war immer mein größter Tipp überhaupt. Okay, wen muss ich begeistern, wen muss ich überzeugen, was kann ich für diese Person tun, damit sie mir hilft, mein Ziel schneller zu erreichen? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und wenn ich dir irgendwie helfen darf, deine Ziele zu erreichen, wenn ich dein Coach sein darf, dein Mentor, dann schau dir auf jeden Fall die Business Bootcamp Academy an. Die dürftest du in der Zwischenzeit kennen. Es sind auch schon einige drin, die du gerne mal fragen kannst, wie es so vorangeht. Und dann wirst du merken, die sind alle begeistert und vielleicht bist du auch irgendwann dabei. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vom Soldat zum Unternehmer. Von 0 auf über 250.000 Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor.
Hey Kelvin, ich muss dir noch tausendmal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du bis jetzt für mich gemacht hast. Das ist der Hammer. Danke für deine ganzen geilen Tipps. Es ist so krass, wohin das alles geführt hat. Du bekommst Kelvins beste Strategien in einem brandneuen Coaching-Format mit exklusivem Content und persönlichem Support, Masterminds und Live-Coachings. Der Beginn einer langfristigen Kooperation. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Die Business Bootcamp Academy.